Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen kleinen Erfolg, den wir relativ easy erledigen können. Und zwar finden wir den einmal unter Erkunden und dann nichts mehr. Also er ist unter dem Main-Fenster drin. Und hier haben wir den Erfolg Kuriose Münze. Und was müssen wir dafür machen? Entdeckt ein Geheimnis in eurem Abenteuerführer. Und das kommt vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt vor. Wir hatten ja vor Dragonflight Start im Pre-Patch schon einmal diesen Glücksgroschen. Und den hatten wir gefunden, wenn wir auf den Abenteuerführer gehen, also hier drauf, und dann hier ganz zum Ende gescrollt sind. Da haben wir das gefunden. So, jetzt ist es so, dass es bei diesem Achievement Folge-Achievements gibt. Für das erste hat man quasi diesen Glücksgroschen bekommen, das war ein Kupfer. Fürs zweite Mal, also musste man eine Woche warten, also immer quasi eine ID, ne? Am Mittwoch ist ja immer ID-Switch oder Reset besser gesagt. Hat man dann einen Silber bekommen und nach dem nächsten ID-Reset hat man dann Gold bekommen, nach dem nächsten 10 Gold und jetzt nach dem fünften Reset, oder in der fünften Woche so rum, gibt es jetzt einmal hier das letzte Teil und das können wir einmal aufmachen und dann kriegt man eine Quest, wo es 100 Gold gibt, das schließen wir ab und tada, dann gibt es die kuriose Münze und wir haben auch beide, also das mit dem Glücksgroschen ist das erste, seht ihr, das habe ich vor einer Weile schon gemacht und jetzt hier einen Monat später oder über einen Monat später haben wir quasi kuriose Münze, was 100 Gold sind und damit auch das Achievement eingetütet. Mehr ist es nicht, ihr müsst einfach nur einmal einen Abenteuerführer reinschauen und hier ganz nach hinten quasi durchblättern und dann das Ding annehmen. Gut, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.